Hi meine Lieben und ganz herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video von mir. Und zwar habe ich mal wieder einen Shopping-Haul für euch. Und zwar ist mir das ermöglicht worden durch die Firma Joins. Die hat übrigens auch diese Woche Geburtstag, also herzlichen Glückwunsch da von mir auch nochmal. Und ich habe natürlich auch einen Rabattcode für euch und ich danke euch schon mal, dass ihr mir das Ganze ermöglicht, weil ich die Sachen zugeschickt bekommen habe. Und ich darf die euch jetzt vorstellen und zeigen und manche Sachen gefallen mir echt richtig gut. Und ja, ich freue mich, euch die zu zeigen und viele haben auch schon unter TikToks gefragt, woher die Sachen sind. Also ja, den Rabattcode schreibe ich euch unten in die Infobox und alle Produkte verlinke ich der Reihe nach auch in der Infobox unten, falls sich irgendjemand für die Sachen interessiert. Und ich würde sagen, wir starten einfach. Das erste Teil, was ich mir bestellt habe, das ist so ein Top. Ich glaube, das ist sogar ein bisschen ein Crop Top, aber es ist mir leider ein bisschen zu groß. Ich habe es in der Größe XS eigentlich bestellt. Und die ist mir ein bisschen zu groß, aber das ist voll cool, weil es hat hier hinten so ein Überkreuz-Dings und das fand ich irgendwie voll cool. Und sonst ist es einfach nur so ganz normal schwarz, ein bisschen weiß und steht Honey drauf, wer es lesen kann. Ich Englisch-Profi. Ja, ich weiß tatsächlich, was es übersetzt heißt. Ein Wunder, aber ja, auf jeden Fall gibt es das in schwarz, in weiß und in rot. Aber ich habe mich für das Schwarze entschieden, weil bei weiß bin ich mir immer nicht so sicher, ob es durchsichtig ist. Da habe ich immer Angst bei so Online-Sachen, aber das Schwarze ist auf jeden Fall nicht durchsichtig. Und genau, das hat 4,99 $ gekostet und ich zeige es euch jetzt gleich alles nochmal angezogen. Das nächste Teil ist auf jeden Fall ein Lieblingsteil von mir und auch viele haben gesagt, dass sie es richtig, richtig schön finden, schon unter TikToks. Und zwar ist es dieses rote Kleid hier. Viele, die von TikTok kommen, kennen das Kleid wahrscheinlich schon von meinem 300.000 Abo-Special oder sowas. Da habe ich das an und es ist so ein Off-Shoulder, also so ein schulterfreies auf jeden Fall. Ich rede einfach gar kein Englisch mehr, ich kann es nämlich einfach nicht. Gut, dass ich abgewählt habe. Ja, halt unter den Schultern. Ich kann sowas einfach nicht erklären. Aber auf jeden Fall habe ich das in der Größe XS und in Rot bestellt. Und es gibt es auch noch in anderen Farben. Es gibt zum Beispiel noch in Schwarz, Grün, Blau und noch andere Farben, genau. Aber das könnt ihr ja dann selber nachschauen. Das Kleid hat 9,99 $ gekostet und ich finde, das ist richtig schön. Und dieser Stoff, der ist auch ein bisschen elastisch. Das heißt, das kann man so ein bisschen ziehen, damit es auch passt. Und es passt sich dann so an. Und es ist hier hinten so ein bisschen länger als hier vorne. Und das fand ich richtig cool. Und ich habe eigentlich keine Kleider in meinem Kleiderschrank. Und sonst sind mir alle zu klein, wenn welche drinnen sind. Deswegen dachte ich mir, bestelle ich einfach mal ein neues. Und das gefällt mir wirklich richtig gut. Und angezogen sieht man das dann nochmal besser, wie es ausschaut. Weiter geht's mit einem kleinen Fail, den ich bestellt habe. Und zwar dachte ich mir im Sommer, ja, wie wäre es mit einem Bikini? Und ich dachte mir schon so, ja, der passt safe nicht, wenn ich den bestelle. Und den gibt es halt nur in der Größe S und nicht in XS. Und dann habe ich den trotzdem bestellt, weil ich dachte mir so, ja, vielleicht passt er. Aber nein, Jenny falsch gedacht, er passt natürlich nicht. Deswegen kann ich den euch jetzt auch nicht angezogen zeigen. Aber das wäre einfach so ein schwarzer Bikini. So und so eine Hose. Ja, auf jeden Fall, er passt mir nicht. Aber ist auch nicht so schlimm, weil der Sommer ist ja jetzt schon vorbei. Und vielleicht passt er einer Freundin von mir. Und genau, ja. Der kostet 15,99 €. Aber ich weiß nicht. Also, er ist wirklich echt viel zu groß für das, dass es eine S ist. Kommen wir zu einem anderen Favorite von mir. Und zwar ist es dieses Crop Top. Und das hatte ich auch schon auf vielen TikToks an. Also ich habe die Sachen schon seit 2 Wochen oder sowas. Habe die schon so ein bisschen ausprobiert, angetestet, wie die Qualität so ist. Und das finde ich wirklich voll schön. Also ich habe mich in das irgendwie verliebt. Ich finde diese Farbe toll. Ich finde, diese Farbe steht mir. Ihr könnt gerne mal schreiben, ob mir die Farbe steht. Aber ich finde dieses Grün einfach voll schön. Das gibt es auch noch in Rot und Schwarz und Weiß, glaube ich. Und das habe ich auch in XS bestellt. Und das hat 4,99 $ gekostet. Und das liebe ich wirklich, wirklich. Und ja, es ist auf jeden Fall mein zweitliebstes Lieblingsteil, glaube ich. Okay, ich kann nicht reden. Es ist mein zweitliebstes Lieblingsteil, glaube ich. Kann man das so sagen? RIP, ja. Mein allerliebstes Lieblingsteil kommt jetzt. Und zwar haben es auch schon so viele auf TikTok gefragt, woher ich diese Jacke habe. Und zwar ist es diese flauschige Jacke. Wenn da jetzt schon irgendwo Blätter oder so dranhängen, dann tut es mir wirklich leid. Weil die hatte ich wirklich jetzt schon 2 Wochen komplett jeden Tag an ungefähr. Vor allem in die Schule, weil es jetzt im Herbst immer so kalt ist in der Früh. Und da ist diese Jacke halt einfach perfekt für. Die ist nicht zu heiß. Aber also für den Winter ist jetzt nichts. Aber für den Herbst ist sie wirklich perfekt. Die ist innen, hat die so einen normalen Jackenstoff. Und
außen ist sie so schön flauschig. Und die habe ich mir in der Größe M bestellt, weil ich wollte, dass sie so ein bisschen größer ist. Und die passt aber wirklich perfekt. Also die geht von den Ärmeln dann bis hier oder hier. Aber das seht ihr ja dann, wenn ich es anprobiere, glaube ich, besser. Und die ist so schön flauschig und ich finde, die ist einfach cool und die passt einfach so für den Herbst voll gut. Die Jacke gibt es auch noch in so einem Braunton, also so ein Bärenfellbraun. Nein, ich versuche es gar nicht erst zu erklären, einfach so ein hellbraun ist es. Und die hat $24,99 gekostet, aber ich finde, die ist wirklich der Hammer. Ich habe als nächstes hier noch so einen Crop Top und das ist auch so ein One Shoulder. Nein, ich habe gesagt, ich lasse Englisch. Okay, ein Top, was nur so einen Träger auf einer Seite hat. Und ihr könnt gerne mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das bei mir findet. Aber ich finde, das steht mir irgendwie nicht so, wenn das nur auf einer Schulter ist. Und ich finde das irgendwie ein bisschen komisch, aber ich wollte es mal ausprobieren. Und jetzt weiß ich so, ist vielleicht nicht ganz so mein Ding. Aber ja, das hat so ein Grün. Und das hat mich voll verwirrt, weil auf der Website war es eigentlich Neongrün. Also wenn ihr das bestellen wollt, dann beachtet, dass dieses Neongrün eigentlich so ausschaut. Da war ich ein bisschen enttäuscht von, weil ich dachte mir so, ich wollte ein Neongrünes. Aber es gibt es auch noch in schönen anderen Farben und ich finde das eigentlich auch ganz toll, weil es ist auch wieder so ein Grün. Das habe ich in der Größe S bestellt, weil XS gab es nicht mehr und es hat 9,99 € gekostet. Und ich hätte vielleicht doch lieber XS, also wenn es XS geben würde, hätte ich eh XS genommen. Aber es ist mir einen ganz kleinen Ticken zu groß, aber es fällt eigentlich nicht wirklich auf. Mein letztes Teil von Anziehsachen, würde ich jetzt mal sagen, ist so ein Kleid hier. Ich habe gesagt ja schon vorher, ich habe fast keine Kleider in meinem Kleiderschrank und ich wollte ihn jetzt noch ein bisschen auffüllen. Das ist zwar eigentlich dumm, weil jetzt ist eigentlich der Sommer vorbei, aber ich werde eigentlich wahrscheinlich eh nicht mehr größer und dicker hoffentlich auch nicht. Also ja, Kleider dann für den nächsten Sommer. Und es ist so ein langes Kleid, weil ich dachte mir so, yo, cool. Und das ist voll schön. Es hat hier solche Träger und hier dann nochmal, das ist so an den Schultern. Man sieht es angezogen besser. Ich weiß gar nicht, warum ich es überhaupt erkläre. Aber auf jeden Fall habe ich das in der Größe XS bestellt und es ist ein ganz bisschen zu groß, aber es ist nicht wirklich schlimm. Und ich finde, dieses Muster ist voll schön und es ist auch nicht durchsichtig. Also ich habe schon gedacht, so bei dem Weißen so, vielleicht durchsichtig. Und vor sowas habe ich immer Angst, weil ich hasse das, wenn irgendwas durchsichtig ist. Und ja, nicht durchsichtig. Das Kleid hat 23,99 € gekostet, also $23,99. Und genau, hier ist auch noch so ein kleiner Gürtel dran. Da kann man das dann hier so festbinden, damit es dann hier fest ist. Kommen wir jetzt noch zu den Accessoires. Französisch ist auch nicht meins, sagen wir einfach zu den Schmuckstücken. Okay, wir merken schon, ich bin kein Sprachexperte. Zuerst habe ich hier so ein süßes Fußkettchen, was ich euch dann auch nochmal in der Nahaufnahme zeigen kann. Aber ich blende euch, wenn ich es hinkriege, von meinen Bearbeitungskünsten her, hier auch gleich nochmal ein Bild ein von diesem Fußkettchen, wie es eigentlich aussehen sollte. Weil ich ein bisschen tollpatschig bin und es leider kaputt gemacht habe. Und es liegt nicht daran, dass die Qualität einfach schlecht ist, sondern einfach, dass ich wirklich blöd bin. Und ich habe halt mit meinem Zehennagel das irgendwie so abgerissen und es ist halt so ein zweiteiliges, also das hat so zwei Schnüre drum. Und es war so schön und da hing an dem einen hing noch so ein kleines Herz dran und ich habe das so geliebt. Ich habe das jeden Tag angehabt und dann ist mir einmal, als ich meine Hose ausgezogen habe, ist mir dieses Missgeschick passiert. Also da muss man ein bisschen vorsichtig sein. Aber das ist bei so kleinen Schmuckstücken ja immer so und ich ärgere mich so, weil das war so schön und ich dachte mir so, endlich habe ich so eine Fußkette gefunden, die mir wirklich richtig gut gefällt. Die hat $3,99 gekostet und ja, es ärgert mich immer noch, weil die war so schön und süß und die hing hier. Die hat auch perfekt von der Größe so gepasst, also die hing nicht so weit runter, sondern die war wirklich fest. Und da gibt es ja auch mehrere solche Dinge, also man kann das auch, wenn man ein bisschen breiteren Fuß hat, immer noch so einstellen. So. Als nächstes habe ich noch eine Kette mit solchen Schmetterlingen und da hängen irgendwelche Buchstaben dran. Da haben sie mir, glaube ich, die falsche geschickt
aber finde ich eigentlich auch nicht schlimm, weil ich finde das mit den Buchstaben jetzt nicht schlimm. Aber die, was ich eigentlich bestellt hatte, die hatte überall solche Schmetterlinge dran und die besteht also aus zwei Teilen, diese Kette. Und zwar hängt da nochmal so ein einzelner Schmetterling an so einer Kette dran und der kommt dann so, der hängt dann so weiter runter irgendwie. Ich habe das entweder nicht ganz gecheckt oder es sieht bei mir einfach nur blöd aus, aber ich finde die Kette hier einzeln schöner als mit der zusammen irgendwie, deswegen trage ich die, wenn dann nur einzeln. Und ja, finde ich aber jetzt auch nicht schlimm, weil, ups, die kann man gut einzeln tragen und die, und wenn es einem gefällt, kann man die auch so zusammentragen. Aber das ist mir dann schon wieder so ein bisschen zu viel irgendwie. Ich mag das lieber so kleine, feine Ketten, aber ich dachte mir auch so, ich probiere es mal aus. Die hat $4,99 gekostet und die ist in Farbe Gold. Das Fußkettchen war in der Farbe Silber, falls man es nicht so gut erkennt. Und jetzt ist hier das letzte Schmuckstück, was ich gekauft habe und generell die letzte Sache. Und es ist wieder so eine Kette und die hat solche kleinen Sterne dran und die finde ich wirklich, wirklich richtig süß. Die hatte ich schon auch öfters an. Sieht man bestimmt auch auf irgendwelchen TikToks oder so. Man sieht irgendwie alle meine Anziehsachen in TikToks. Aber genau, ja, diese Sternchenkette habe ich hier und die ist auch in der Farbe Gold und die finde ich wirklich richtig schön. Das ist so eine kleine feine Kette, wie ich es gerne habe. Dieses Schmuckstück hat $3,99 gekostet und ich wollte gerade sagen, ich habe es in der Größe XS bestellt, aber es gibt bei Schmuckstücken ja gar keine Größe, zumindest nicht bei denen. Aber ja, ignoriert einfach, was ich sage, weil meistens ergibt es keinen Sinn, aber ihr versteht mich hoffentlich trotzdem. Das war's jetzt auch schon mit meinem Shopping-Haul und ja, gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben, das habe ich irgendwie noch nie gesagt, das hört sich so cringe an. Vielleicht schneide ich es einfach raus. Nein, ich lasse es drinnen, okay, für euch lasse ich es drinnen. Ich weiß nicht, mein Bruder sagte immer, ich soll es sagen, aber ich denke immer so, nein, wenn es einem gefällt, dann gibt man den Daumen nach oben von selber so. Okay, ich rede nur Schwachsinn, es ist auch schon spät. Ich muss ins Bett. Ich hoffe natürlich, das Video hat euch gefallen und schreibt gerne mal in die Kommentare, ob euch die Sachen gefallen. Wenn ja, welches euer Favorit war. Und ja, weil ihr so gerne Shopping Hauls seht, habe ich auch für nächste oder übernächste Woche noch einen geplant. Und ja, ich danke euch wirklich von ganzem Herzen, dass ihr mir das ermöglicht. Und ich bedanke mich hier gleich auch nochmal für die 300.000 Abonnenten auf TikTok. Die habe ich nämlich heute geknackt, beziehungsweise eigentlich gestern. Ganz spät am Abend irgendwann und da war ich aber schon im Bett und ich habe es dann in der Früh gesehen und ja, ich habe mich riesig gefreut auf jeden Fall und ich werde mir eure ganzen Kommentare und sowas und Nachrichten, die ihr mir geschrieben habt, alle noch die nächsten Tage durchlesen. Ich habe gerade ein bisschen Schulstress zurzeit, aber ich werde schauen, dass ich das alles irgendwie hinkriege und ja, ich hoffe, wir sehen uns dann beim nächsten Video. Tschüss!